Ich habe Post bekommen von Flo McFlosen. Dann schauen wir doch mal nach, was da drin ist. Wobei ich es mir schon denken kann. Ein Udo Pucco mit rotem Griff. Danke, Flo. Vielen Dank. Dann nutze ich die Gelegenheit und antworte dir einfach kurz hier in einer Videoantwort. Deiner war schöner. Noch schöner, ja. Der Udo hat sich bei dem ersten Udo Pucco in rotem Griff richtig, richtig, richtig viel Mühe gegeben. Also eins der Udo Pucco, das ich meist als EDC eben hier in der Tasche trage, so, oder hier in der kleinen Tasche, ist das ganz kleine Mini Udo Pucco Neck oder Fix Pocket Knife. Aber inzwischen kann ich ja schon sagen, dass ich eine Sammlung habe. Das Damast Udo Pucco wird nicht mehr lange meins sein. Das wird im nächsten Giveaway einen neuen Besitzer finden. Klein, urig, einer seiner früheren Udo Puccos, die er gemacht hat. Er hat eigentlich nie mehr Damast verwendet, also in der schönen Kydex Sheath. Das Interessante gegenüber den Bolteron, die Kydex ist zwar lauter, aber ich finde, das Ziehen und Reinschieben ist leichter. Dann habe ich hier das CKC Kylie Udo Pucco mit diesem speziellen Buckel hier zum Vorgreifen. Da hat er angefangen, die tiefen Mulden zu machen, die mir sehr gut gefallen als praktische Messer, wo man wirklich sehr weit vorgreifen kann. Im Daumen-Zeigefinger, kontrollierten Griff, um Gemüse zu schneiden oder sogar für den Powergriff. Damit ist der Beginn der Schneide sehr nahe an, also viel, viel näher an unserem Handgelenk-Drehpunkt und man kann viel effektiver auch schwierige Dinge schneiden. Und mein Lieblings-Udo Pucco ist dieses mit dieser Art, ich würde fast sagen, Ananas-Griff. Das ist schon besonders mit RWL 34 Stahl und oder ATS 34 Stahl und Scandi angeballten Schnitt. Das ist ein echter Bushcrafter. Ich liebe das Teil. Ich bin überzeugt von den Udo Puccos, genauso wie ich von Lepos-Arbeiten überzeugt bin. Und jetzt habe ich noch eins dazu. Also vielen Dank, Flo. Und tschüss.